Nicht einmal mehr 3 Monate geht's. Dann steigt mit dem eidgenössischen Jodlerfest zu Brickleys ein Anlass von der Superlativa. Fast 200'000 Jodlerinnen, Jodler und Besucher werden erwartet. Zwei Jodelclubs sind Gastgeber von dem Fest. Nebst dem Ahori von Gleis auch der Jodelclub zur Taverne von Rierbrig, wo am letzten Wochenende die Bewohner vom Altersheim Santa Rita zu Rierbrig musikalisch und erhalten hat. Ein bisschen nervös ist der Präsident vom Jodelclub zur Taverne schon, wenn er auf das bevorstehende eidgenössische Jodlerfest schaut. Ja, also die Nervosität kommt länger mehr, es sind immer kürzer als zusammen. Jetzt haben wir noch ein paar kleine Sachen turnen gesehen, das Grobe steht, aber wie gesagt, die Kleinigkeiten sind hinten mal noch sehr, sehr intensiv. Anders die Dirigentin vom Jodelclub Zertaverno, Manuela Lehner. Sie dirigiert nicht nur die Jodler vom Briggerberg, sondern auch noch die von Visp und von der Riederalp. Eigentlich überhaupt nicht. Es gibt noch so viel zu tun, so viel Arbeit. Ich bin gleichzeitig auch noch im Ressort-Jury. Wir haben im Moment noch Sitzungen, ausstehende Sachen, die zu erledigen sind. Bei den Clips sind wir voll am Proben. Wir haben gar keine Zeit, nervös zu sein. Loset die Stimme, loset das Lobrot zum Währenddem, dass Manuela Lehner mit dem Jodelclub Bolfrin und dem Jodelclub Riederalp am eidgenössischen Jodlerfest auch musikalisch im Einsatz wird stehen, müssen die Briggerberger Jodler auf Auftritte aus organisatorischen Gründen verzichten. Reut das die Dirigentin von Zertaverna? Ganz klar ja, weil das eidgenössische ja jetzt einmal vor Ort ist und man kann selber nicht mitsingen ist. Meiner Meinung nach sehr schade, aber es ist ja klar, mit der ganzen Organisation drumherum, das würde nicht funktionieren, schlichtweg, weil es einfach die Leute fehlen. Und weil die Nervosität wahrscheinlich doppelt so gross ist, weil man aber dann noch eine Aufgabe hat, neben dem Singen. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir das gescheit erleben lassen. Nebst dem, dass die Dirigentin vom Jodelclub Zertaverno mit ihren anderen beiden Clubs auf gute Auftritte und Klassierungen am eidgenössischen hofft, wird sie als Jurymitglied auch andere Clubs bewerten. Wie gross ist denn eigentlich der Druck auf ein Jurymitglied an einem eidgenössischen Jodlerfest? Also es ist sicher so, dass wir uns gewissenhaft auf das Fest vorbereiten. Wir bekommen die Partitüren rund einen Monat vorher und können erst da drin arbeiten. Und am Fest selber hat man dann eigentlich schon noch ein Team neben sich. Man ist nicht ganz alleinig. Also wir sind das Dreierteam, das juriert. Das wird in Sporten aufgeteilt. Und da hat man immer noch die Möglichkeit, miteinander zu diskutieren. Und also gewöhnlich ist man nicht so unter Druck. Es ist gut vorbereitet und ja. Der Jodelclub Zertaverna ist 1953 gegründet worden. Leider ist keins der Gründungsmitglieder mehr aktiv dabei. Aktuell zählt der Club 30 Mitglieder. Der Name Zertaverna geht übrigens zurück auf einen Sarg aus der Region. Der Name kommt ganz einfach vom Sinklongebiet. Das war damals in der Tavernenbrücke ein Wirtshaus. Und da hat Johannele Vieh gewirtet. Und anhand von dem ist aber der Name entstanden. Das Johannele Vieh, das Zertaverna Wirt war, hat Wasser für Wein. Und wir setzen ein kaltes Wasser rein. Der Hintergrund ist eigentlich der Name, der so entstanden ist.
Altersmässig ist der Jodelclub zur Taverno recht breit abgestützt. Und eins freut der Präsident René Schmidhalter ganz besonders. Innerhalb unserem Verein haben wir sehr junge Leute dabei. Die Jüngsten sind 20-Jährige. Und jetzt habe ich gerade erfahren, dass es in Sachen Alphornblase durch die Lisa Stoll vermutlich auch so einen Aufschwung gibt und mehrheitlich jetzt junge auch mehr dabei sind. Die Wünsche vom René Schmidhalter für das eidgenössische Jodlerfest sind übrigens recht bescheiden. Ein Haufen Leute und gutes Wetter. Dann, so ist sich der Präsident vom Jodelclub Zertaverno sicher, gäbe es ein super Fest.